Leute, ich habe gerade wieder einen total beeindruckenden Gedanken gehabt, den ich nicht vergessen möchte. Und wie gesagt, vielleicht hilft er euch ja auch. Und zwar geht es mir diesmal um das Thema Spenden. Und zwar geht mir das schon die letzten Tage irgendwie öfter durch den Kopf, keine Ahnung warum. Ich habe halt das Gefühl, dass ich eben, wie man ja oft sagt, so 10% seines Einkommens monatlich spenden sollte und irgendwie kriege ich das nicht ganz aus meinem Kopf. Aber was ich in dem Zusammenhang jetzt sagen wollte, ist, dass ich mir gedacht habe, dass jetzt ist ja bald Weihnachten, sage ich mal, ne? Nächsten Monat schon. Und in dem Zusammenhang ist mir das jetzt gekommen, dass ich mir dachte, Geschenke sind ja auch wie Spenden. Weil ich mir denke, Spenden bedeutet praktisch jemandem eine Freude machen oder etwas geben, ohne eine Erwartung, selbst etwas zu bekommen, sage ich mal. Und wenn ich das jetzt eben mit dem Geschenken verbinde, ist das ja dasselbe, ne? Wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt jemandem ein Geschenk machen, zum Beispiel zu Weihnachten oder so. Dann mache ich das ja eigentlich aus dem Grund, jemandem eine Freude zu machen und nichts dafür selber zu erwarten. Ne? Natürlich bekommt man meist selbst auch Geschenke und so weiter, aber grundsätzlich ist ja das der Grundgedanke, würde ich sagen. Und von dem her ist das ja auch eine Art von Spende. Vielleicht ein bisschen verrückt für euch. Aber ich fand das jetzt total faszinierend, diesen Gedankengang zu haben. Und ja, und vielleicht hilft ihr mir irgendwann nochmal. Naja, das wollte ich einfach nur sagen. Dann macht's mal gut. Ciao.